muss mal kurz gucken. Wo war unser letzter Quicksave? Ah, unten in der Versammlung. Gut. Hat sich hier was getan? Table the discussion for a second, Len. It seems the collection spat out our mutual friend in one piece. Verschiebe die Diskussion mal für einen Moment, Len. Scheinbar hat die Versammlung unseren gemeinsamen Freund in einem Stück ausgespuckt. Tane sieht an Lengra vorbei und lächelt dich freundlich an. Have you made any headway in locating our wayward archmage? Habt ihr Fortschritte gemacht, was Hinweise auf unserem atrümigen Erzmagierin angeht? Lengra beugt sich vor, begierig auf Neuigkeiten. Ich habe Maura noch nicht gefunden. Die Sammlung ist ein schwelender Ort voller Grausamkeiten und Manipulation. Ich habe Glück, dass ich mit allen Sinnen bei mir da rausgekommen bin. Das ist ein interessanter Punkt. Wie würdest du even know, if the collections had gotten under your skin, huh? Du sprichst ein interessantes Argument an. Wie würdest du wissen, ob dir die Sammlung unter die Haut gegangen ist, eh? Can you trust anything you wrote in that journal you carry around? Kannst du auf etwas vertrauen, das du in diesem Journal, das du bei dir trägst, niedergeschrieben hast? Tank gestikuliert in Richtung deines Logbuches. Mein Journal? Nein, alles hier drin ist die Wahrheit. Ich zeichne es alles selbst auf. Bei den Göttern, ich hoffe es. Ich verlasse mich sozusagen darauf. Ich möchte wirklich nicht darüber nachdenken. Sag nichts. Nehmen wir mal die Eins. You know what? Ignore my ramblings. If you got it down on parchment, then I'm sure your account is verifiable. Weißt du was? Achte nicht auf mein Geschwafel. Wenn du es auf einem Pergament geschrieben hast, dann bin ich mir sicher, dass deine Erzählung wahr ist. Tank klopft dir auf die Schulter. Sein typisches Grinsen sieht eher angestrengt denn fröhlich aus. No progress on Maura, then. Keine Fortschritte bezüglich Maura, also sie kneift ihre Augen zusammen. Ich habe sie noch nicht gefunden. Maura ist tenacious and reckless. She won't hesitate to unleash horror upon the world if it would serve her purposes. And she won't stop until she's secured her goal. Maura ist hartnäckig und rücksichtslos. Sie wird nicht zögern, Schrecken über die Welt zu bringen, wenn es ihren Zweck dient, und sie wird nicht ruhen, bis ihr Ziel sicher ist. I encourage you to hurry. Ich ermuntere euch zur Eile. Während du auf Mauras Spuren gewandelt bist, haben wir ein bisschen mehr über unsere ungewöhnliche Umgebung erfahren. Certainly not from exploring them himself. How much can he learn from the lobby? Sicherlich nicht deswegen, weil er sie selbst erforscht hat. Wie viel kann er von der Lobby erfahren? A finger of the hand occult has kept this place going with a skeleton crew of librarians, archivists and muscle. Ein Finger der okkulten Hand hat diesen Ort mit einer Notbesetzung von Bibliothekaren, Archivaren und Muskelkraft am Laufen gehalten. But they aren't the ones controlling the body. Something else is running the halls obscured independently, doing a decent job of it. Aber sie sind nicht diejenigen, die den Körper kontrollieren. Jemand anderes leitet die verschleierten Hallen auf eigene Faust und macht es sogar anständig. Deine Definition dessen, was Anstand ausmacht, ist im besten Fall zweifelhaft. Nun, diese Hallen sind lebendiger als viele der verlassenen Heiligtümer, die ich besucht habe. Ja, sprich weiter. Der Sammlung mangelt es nicht an Gefangenen oder eine Art und Weise, sie zu kontrollieren. Something here is invested in maintaining old projects. Whoever they are, they haven't seen fit to show their face. Hier wird die Erhaltung alter Projekte eine gewisse Bedeutung beigemessen. Wer auch immer sie sind, sie haben es noch nicht für nötig gehalten, ihr Gesicht zu zeigen. Stay on task, Tane. Regardless of how interesting this sanctum's keepers may be, Maura's whereabouts remain our chief concern. Bleib bei der Sache, Tane. Unabhängig davon, wie interessant die Behüter dieses Heiligtums sein mögen, bleibt der Aufenthaltsort von Maura doch unser Hauptanliegen. Ich habe alles erfahren, was ich in der Sammlung erfahren konnte. Danach zu den Archiven. Given Maura's proclivities, your best option is likely to be... Angesichts Mauras Neigungen ist deine beste Option die... Lengard spricht weiter, aber ihre Worte gehen in einen plötzlichen Strom von Essenz unter. Die Energie zieht deine Aufmerksamkeit auf einen Wirbel in der Mitte des Vorzimmers. Nein, kein Wirbel, eine Präsenz. Hat das noch jemand gespürt? Hier stimmt was nicht. Nett.
Okay, gucken wir erst nochmal, dass wir ins Skriptorium kommen. Nö. Wir kommen nirgendwo hin gerade. Auch gut. Indeed. As you approach the pool, an unpleasant weight grows in the pit of your stomach. It feels like the moment the floor gives out beneath you, just before the plunge, but somehow suspended in time. Als du an dem Pool ankommst, sensation like static electricity tingles across your skin. Das sieht echt aus, entweder aus einem H.P. Lovecraft Buch oder aus bestimmten anderen Sachen, die sehr weit im Osten liegen. Als du an dem Pool ankommst, spürst du ein unangenehmes Gewicht in deiner Magengrube. Es fühlt sich wie der Moment an, in dem der Boden unter dir wegsackt. Genau bevor dem Sturz, aber irgendwie zeitverzerrt. Ein Gespür wie statische Aufladung kribbelt über deine Haut. A whirling vortex of essence twists within the pool. It does not stir the water around it in the slightest. Ein Wirbelwind voller Essenz dreht sich im Pool. Er wühlt das Wasser um ihn herum nicht im geringsten auf. Langrath and Tain watch you from afar. The latter's expression bright with undisguised curiosity. Langraths countenance, on the other hand, remains characteristically guarded. Langrath und Tain schauen dir aus der Ferne zu, letzterer mit unverhehlter Neugier. Langraths Miene jedoch bleibt typisch zurückhaltend. Nach der Anomalie greifen, den Wirbelwind untersuchen. Ich nehme nicht an, dass einer von euch weiß, was das ist. Sein lassen. Untersuchen wir ihn erstmal. Cold, dusky energy feels somehow familiar, but you're unable to identify it or what might be causing it. Seine kalte, düstere Energie kommt dir irgendwie bekannt vor, aber du bist nicht in der Lage, sie zu identifizieren oder was die Ursache dafür sein könnte. Ich nehme nicht an, einer von euch weiß, was das ist. Looks like water to me. Für mich sieht das wie Wasser aus. Tain greift hinein und spritzt dich an. Nicht bedenkend, dass seine Hand den Wirbelwind stört. Unusual arcane energy emanates from the pool. If the watcher can see it, I suspect it's some form of window into the divine realms. Lengra funzelt die Stirn. Ungewöhnliche arcane Energie strömt aus dem Pool. Wenn der Wächter es sehen kann, vermute ich, dass es eine Art Fenster in die göttlichen Reiche ist. Also so ähnlich wie... Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Nicht der Bifrost, das ist was anderes, aber... Das Eistor in der Bestie des Winters. That was my second guess. Das war meine zweite Überlegung. Tain lächelt Langrath zu. You see something there? Then it must have to do with the fabric of reality. Or else you have eaten something which did not agree with you. Du siehst da etwas, dann muss es mit dem Stoff der Realität zu tun haben. Oder aber du hast etwas gegessen, das dir nicht bekommen ist. Fasina zuckt mit den Schultern. You think maybe it's the soul of some fish? Hey Watcher, fishes got souls, don't they? Edea reibt sich das Kinn. Glaubst du, dass es vielleicht die Seele eines Fisches ist? Hey Wächter, Fische haben doch Seelen, oder? Alles Leben da hat eine Seele, auch Fische. Yeah, of course they do. Easy to forget that sometimes. Good to be reminded, though, of everything we're fighting for. Er grinst. Ja, natürlich haben sie das. Es ist einfach, das manchmal zu vergessen. Gut daran erinnert zu werden. An alles, wofür wir kämpfen. Dann greifen wir mal nach der Anomalie. Tendrils of soul energy interlacing with the prodding edges of your own spirit. Sie greifen in deine Richtung. Kranken mit Seelenenergie verflechten sich mit den Kanten deiner eigenen Seele. The coils of essence tighten. Grasping at your soul, pulling at you as you've pulled at the souls of others. Your vision blurs as the in-between leaks into your perception of the here. Die Essenzringe werden enger, greifen nach deiner Seele, ziehen an dir, wie du an den Seelen von anderen gezogen hast. Deine Version verschwimmt, als das Zwischenreich in deine Wahrnehmung des Diesseits dringt. The walls, the pool, everything of the Temple of Revelation runs like water. Sloughing away and melting into the empty blackness of the in-between. Not quite empty, no. The fleshy, undulating tendrils of the body of Wael remain. Almost aglow in the darkness. Die Wände der Pool, alles im Tempel der Offenbarung fließt wie Wasser, dümpelt davon und verschmilzt in der Leere,
leeren Dunkelheit des Zwischenreichs. Nicht ganz leer, nein, die fleischigen, wogenden Ranken vom Wades Körper bleiben fast strahlend in der Dunkelheit. Also ab ins Zwischenreich. Mal wieder. Zum dritten Mal jetzt. Wir waren jetzt schon im Weißen, im ewigen Weiß. Oder im Weißen Nichts. Hi. Bist du Vale? Die Präsenz des Wesens drückt gegen den Rand deines Verstandes, deiner Seele und löst sich in eine lautlose Stimme in deinem Hinterkopf auf. Du siehst, aber du wirst auch gesehen, so wie dein Eindringen. Glaubst du, er kann uns sehen? Another involuntary invitation to another world. And I'm to assume this eyeball is to blame. Ah, noch eine unfreiwillige Einladung in eine andere Welt. Und hier immer anders verdanke ich diesem Augapfel hier. Do not listen to this walking nightmare. It is an illusion baiting us to lunged shadows. Hör nicht auf diesen gehenden Albtraum. Es ist eine Illusion, die uns ködert, uns auf Schatten zu stürzen. On your guard, Watcher. Sei wachsam, Wächter. Wer bist du, Eindringling? Ich bin Hagrim, der Wächter von Kit Nua. Ein Wächter, ein Schiffskapitän, ein Monsterkiller und Schatzsucher. Was ich bin? Was bist du? Nicht amüsiert. Bring mich jetzt diesseits zurück. Jetzt. Hast du noch nie einen Zwerg gesehen? We see many things. Your people spread like insects across them all. Wir sehen viele Dinge. Deine Leute verbreiten sich wie Insekten über sie alle. That is not the knowledge we seek. Das ist nicht das Wissen, wonach wir streben. Du dringst in die Ruhestätte vom Vale ein und beschmutzt diese Sammlung mit deinen dreckigen Fingern. Wir möchten wissen, bist du noch ein Zauberer, der nach unverdienter Macht strebt oder etwas anderes? Ich bin zwar vieles, aber kein Zauberer. Niemand Bemerkenswertes. Ich bin der Herold von Berat. Death's touch finds no welcome in these halls. Die Berührung des Todes ist in diesen Hallen nicht willkommen. Postenago, we already got a tour of the mass grave in the basement. Nein, Postenago, wir haben schon eine Tour zum Massengrab im Keller. Thus far you have respected these halls, but your trespass remains unwelcome. Bislang hast du diese Hallen respektiert, aber dein Eindringen bleibt unerwünscht. We can no more allow you access to the body than we can the redacted Archmage. Wir können dir nicht mehr Zugriff auf den Körper gewähren, als wir dem redigierten Erzmagier geben können. You should leave this place while you remain cognizant of the option. Du solltest diesen Ort verlassen, solange du noch Gelegenheit dazu hast. Den Körper betreten? Der maskierte Magier versucht, in Vale reinzukommen. Das werden wir nicht erlauben. Wir haben eingeschränkten Zugriff auf diesen Körper. Was für ein Ort ist das genau? Welchen Zweck dient er? Die Antworten, die du haben willst, würden dich verdammen und auch mehr kosten. Der Möglichkeit bewusst, was soll das denn bedeuten? These halls will consume you, body, soul, and history alike. Diese Hallen werden dich konsumieren, Körper, Seele und Geschichte gleichermaßen. They will cleanse you. Sie werden dich reinigen. Die Tentakel des Wesens verlagern sich darunter und winden sich in kleinen Halbkreisen um ihre Extremitäten. Farewell, Interloper. Lebe wohl, Eindringling. Können wir das jetzt dann schnell machen, bitte? Es ist mal wieder Cut-Zeit. Ah, noch mehr Tentakeln. You okay there? Looking a little rough around the edges. Alles klar bei dir? Siehst ein bisschen angeschlagen aus. Ich glaube, ich habe gerade die Person getroffen, die diesen Ort leitet. Bates einäugiger Butler ist betrübt, dass wir Schlamm in sein Haus schleppen. Jemand möchte uns daran hindern, uns einzumischen. Mir geht's gut, Tane. Sind wir mal wieder etwas sarkastisch und nehmen das hier. Elgars Augenbrauen schießen vor echter Überraschung in die Höhe. Sie unterdrückt es schnell. I suppose I should have expected Wal would leave something behind to guard this place.
Ich vermute, ich hätte damit rechnen sollen, dass Vale etwas zurückgelassen hat, um diesen Ort zu bewachen. You must get to the archives. So long as Maura has free reign of this place, Aeora remains in grave danger. Fürs Erste musst du zu den Archiven gehen. Solange Maura ohne Geheimschreckung über diesen Ort herrscht, ist Aeora in großer Gefahr. Das heißt, die Türen sind wieder offen. Gut. Und ich kann erstmal speichern. Das ist jetzt LP 083. Mal sehen, ob wir 100 noch erreichen. Aber jetzt erstmal. Bis gleich.